Wieder, im Juli 2020 wird eine Veränderung in deinem unmittelbaren Umgebung eintreten. Diese Veränderung kann für Unruhe sorgen. Dies betrifft besonders die Themen Wohnung, räumliche Gestaltung und kreative Entfaltung. Menschen, die stabil und ruhig sind, werden diesen Monat als schwierig erfahren und erleben. Und vielleicht auch traurige Momente werden sie überstehen müssen. Bis zum 11. des Monats läuft Merkur direkt in deinem Familien- und Wohnungssektor. Am Anfang des Monats wirst du feststellen, dass dich etwas oder jemand davon abhält, dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Der Ausfall von Geräten in deinem Zuhause ist wahrscheinlicher denn je. Die Themen Auto, Transport und Geldtransaktionen sind mit Gefahren verbunden. Am 1. hast du Sonne Sextil Uranus. Dieser Aspekt wird dir ermöglichen, deine außergewöhnliche Seite zum Ausdruck zu bringen. Wahrscheinlich wirst du für mehr Abwechslung und Veränderung in deinem Leben sorgen. Ab 2. des Monats haben wir Saturn rückläufig in Steinbock. Im beruflichen Sektor werden sich bestimmte Situationen bis Dezember 2020 nicht groß ändern. Du solltest überprüfen, ob ein persönliches Ziel zu groß oder zu klein ist und ob es sich lohnt, dieses weiter zu verfolgen. Zwischen 4. und 5. haben wir Vollmond in Steinbock. Auseinandersetzungen mit Autoritätsfiguren wie Chefs oder Behörden sind möglich. Man sollte sich von Verantwortungsnahme nicht scheuen, denn nur so kann man bestimmte Situationen unter Kontrolle halten. Zwischen 6. und 5. bilden Merkur und Mars einen Quadrat. Bis zum Monatsende ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Konflikte mit deinen Mitmenschen hast. Je leichter du dir die Dinge nimmst, desto entspannter wirst du deine Sachen erledigen. Am 12., mein lieber Widder, läuft Merkur wieder normal in Krebs. Bis Ende Juli werden sich bestimmte Dinge einfacher klären lassen, insbesondere jegliche Angelegenheiten, die mit dem Thema Familie, Wohnsituation und Bildung zusammenhängen. Zwischen 13. und 21. haben wir eine krasse Opposition zwischen Sonne in Krebs, Saturn und Jupiter und Pluto in Steinbock. Unter großer Spannung wirst du versuchen, ein Ziel vehement zu erreichen. Auch wenn es dir gelingt, deinen Erfolgsdrang zu befriedigen, wirst du bald merken, dass nicht alles so ist, wie du dachtest. Zwischen 19. und 20. des Monats haben wir Neumond in Krebs. Für die nachfolgenden 2 Wochen solltest du eine Änderung in deinem unmittelbaren Umgebung durchführen. Am 22. haben wir die Sonne in Löwe eingetreten. Ab diesem Datum solltest du dich mehr Spaß gönnen. Vielleicht solltest du einem Hobby nachgehen. Zwischen 23. und 27. bilden Venus und Neptun einen Quadrat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dich manipuliert, ist sehr hoch. Es ist wichtig, mehr Ehrlichkeit in Beziehungen zu haben und dafür zu sorgen. Und dann zum Schluss haben wir einen T-Quadrat zwischen Merkur, Jupiter und Mars. Du solltest deine Kräfte vernünftig am Monatsende einsetzen, statt deine Kraft in spannungsreichen Situationen zu verschwenden. Das würde nichts bringen, mein lieber Widder. Mit diesen Aussagen bin ich jetzt fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du aufgrund der Welteinflüsse, die auf uns zukommen, eine Beratung haben möchtest, meine Kontaktdaten findest du unten bei der Beschreibung dieses Videos. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück. Und wir sehen uns im nächsten Video.